So, meine Lieben, ich möchte gerne in diesem Video über Glutathion sprechen. Ich weiß, dass mit Glutathion können wir sehr schnell Schwermetalle aus dem Körper rausbringen. Und es gibt natürlich sehr viele Produkte auf dem Markt, welche bietet diese Glutathion, auch bioverfügbar Glutathion. Wie stehe ich dazu, war ich gefragt. Ich stehe nicht so sehr dazu, dass wir ständig die Glutathion zu uns nehmen, weil unsere Leber produziert Glutathion. Und wenn unsere Leber einfach gereinigt wird, unterstützt in ihrer Arbeit, fördern wir Produktion nicht nur bloß vom Glutathion, sondern für andere sehr viele unterschiedliche Mittel, Stoffe, welche aktiv in unserem Körper und wir wissen davor viel zu wenig. Deswegen unsere Aufgabe, nicht uns immer etwas geben, was fördert die Schwermetalle ausleiten. Wir sollen unsere Körper in die Ursprung bringen, da wo die Körper so weiß, so intelligent, so wunderbar selbstständig, dass die von alleine das für uns erledigen kann. Und deswegen habe ich dir ein Buch geschrieben über Selbstverantwortung, über Reinigung, dass die Menschen bewusst wissen, wenn ich aufwache, dann behandle meinen Körper nicht als Mülleimer, sondern fördere ich dazu, dass der jede Unterstützung von mir bekommt. Was ich herausgefunden habe, es gibt auf dem Markt ein Produkt, das heißt NRF2 Plus, der quasi bringt nicht Glutathion. Das ist aus Brokkoli, Kurkuma, Halsbeere, Ginkgo Lebensmittel. Das ist im Kapsel hergestellte und Produkte. Ich mache jetzt auf und zeige, das ist so Kapsel und das ist einfach Stoff im Kapsel, welche kann man vom Kapsel rausnehmen und so zu sich nehmen. Und was steht hier geschrieben? Man kann das täglich 3 Kapseln vor dem Frühstück mit Wasser ohne Kohlensäure aufnehmen. Was macht diese NRF2 Plus? Die macht nichts anderes als unterstützt die Leber zum Arbeiten und Produktion vom Glutathion. Und das ist, finde ich, viel, viel besser, wenn ich einfach so eine Pulver nehme für kurze Zeit, für Monat, 2 Monate, wenn ein Mensch krank vielleicht braucht, die Lene, weiß es nicht. Ich nehme das jetzt im Stillen, beim Stillen. Ich denke, dass mein Leber muss relativ sehr viel arbeiten und sowieso in Schwangerschaft ist Mutter reinigt nicht bloß sein eigenes Blut, sondern Blut vom Baby. Das ist vielleicht auch sinnvoll nachzudenken, was Leber macht, wie geht es meinem Leber. Und jetzt quasi unterstütze ich mein Leber in dem Sinne, dass ich gebe Informationen, produziere mehr Glutathion. Ich gebe dir Produkte, Stoffe, welche das dir bringen, diese Kraft, Energie. Aber ich nehme nicht Arbeit von meinem Organ. Und das finde ich viel, viel besser, viel interessanter als Beispiel, wenn ich Glutathion zu mir nehme. Das ist meine persönliche Meinung, Erfahrung und ich stehe zu meinem intuitiven Handeln und ich denke, das ist wirklich fair, wenn wir mehr in uns vertrauen, mehr Vertrauen schenken unsere eigenen Organe als irgendwelchen Produkte vom draußen, weil wir es können. Wir sind so multi Wesen, wir sind so grandios, wir sind so wundervoll, das müssen wir wie möglich öfter sagen. Und wir können alles. Wir sollen nur anfangen, genauso denken, zu glauben und zu handeln. Also viel Spaß damit.